Eine Premiere gibt es bei Teufel. Trotz Berliner Wurzeln ist Teufel das Jahr das erste Mal an der IFA. Teufel gibt es seit 35 Jahren, immer in Berlin gegründet. Und jetzt endlich haben wir es geschafft, unseren eigenen Stand auf der IFA zu haben. Im letzten Jahr hatten wir schon den Schritt gewagt und sind mit unserem Flagship-Store nah an unsere Kunden gegangen. Wir als Direktvertriebler haben ja das Problem, dass wir nie und mit unseren Kunden direkt kommunizieren, das Lächeln sehen, die Emotionen sehen. Umso mehr freuen wir uns, jetzt endlich hier sein zu können und den Kunden die Produktneuheiten vorstellen zu dürfen. Und da hat Teufel einiges parat. Auf der Produktseite gibt es Highlights aus dem Bereich Heimkino. Da zuvorderst LT5 Atmos. Atmos ist ein ganz großes Thema. Viele Leute wollen Atmos. Das bedeutet, der Ton kommt auch von der Decke. Wollen sich aber nicht unbedingt die Lautsprecher auch an die Decke schrauben müssen, nicht zuletzt auch aus Gefahrengründen. Deswegen ist unsere LTE 5 Atmos ein besonderes Highlight hier auf der Messe, weil der feuert den Ton über die Decke in die Ohren. Das heißt, man hat es nicht mehr nötig, weitere Boxen zu verbauen. Aus dem Bereich Portable vielleicht noch zu erwähnen, unser Lineup an Bluetooth-Speakern wächst. Wir kommen vom BT Bamster, unseren sehr beliebten portablen Bluetooth-Speaker, bis hin zu zwei weiteren Produkten, dem Bamster Pro und dem Boomster XL. Wir werden immer größer, wie man es von Teufel kennt, und die Leute lieben es. Doch nicht nur Teufel wird geliebt. Auch der zweite Brand, Raumfeld, erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Die Neuheiten bei Raumfeld gibt es im Bereich TV-Sound. Im Raumfeld-Lineup haben wir immer sehr stark fokussiert auf Musik, Stereo, für die Connoisseure unter Musik, aber wir sind natürlich nicht zuletzt auch Multiroom-Anbieter. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir brauchen was für den Fernseher, ein Wohnzimmer, ein Fernseher gehört in jedes Haus. Deswegen haben wir jetzt neu auf der Messe ein Soundbar mit Wireless-Subwoofer, der sozusagen unterm Sofa verschwinden kann, extrem elegant und somit auch den Fernseher ins Multiroom-System anbindet. Für die Leute, die jetzt keinen Fernseher hängend haben für den Soundbar, sondern den stehend haben, gibt es das gleiche Gerät dann nochmal als Sounddeck. Das sind unsere beiden Lösungen. So sollte eigentlich für jeden was dabei sein.